Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt wieder zu einem neuen Video von uns zu dem Technikmittwoch bei den Sibuchins mit Anton. Und ja, es geht wieder um unser Smart Home und diesmal um den iPort, BAB iPort 3 Server, mit dem wir das alles steuern, beziehungsweise mit der App, mit der wir das steuern, mit Cube Vision. Dazu haben wir schon mal ein Video gemacht oder einen kurzen Einblick darauf. Das blenden wir euch hier oben ein oder setzen euch einen Link in die Infobox. Und ich würde mal sagen, der Anton fängt, geht jetzt ans Thema ran. Genau. Also wir wollten euch mal gerade mal zeigen, wie das Ganze funktioniert, weil viele kommentieren, wie der Server mit dem MDT-Taster harmoniert und wie die sich verstehen mit der Heizung her, wenn man die Heizung an dem Schalter verstellt, wie das in dem Server sich darstellt und. Also dazu zeigen wir euch einen kleinen Einblick in diesen Server, was der kann und ja. Was der kann. Genau, was der kann. Wir haben ja letzte Woche schon ein Video dazu gedreht, wie das Ganze programmiert wird oder beziehungsweise ein erster Einblick darauf. Und jetzt wollten wir. Wie KNX programmiert wird. So. Und jetzt wollten wir ein kleines Video dazu drehen, wie das auch visualisiert ist bei uns jetzt, also zur Zeit noch. Also ist klein und nicht alles final fertig. Dann habt ihr so ein kleines Zusammenspiel, ihr seht, wie das ungefähr funktionieren sollte. Und dann werden wir in den nächsten Folgen auf weitere Programmierungen oder Visualisierungen eingehen. Ja, das geht natürlich noch weiter, immer kompliziert. Genau. Jetzt war ja ganz kurz eingehen. Genau, weil jeder hat ja auch einen anderen Wissensstand. Ne? Genau. Und wir wollen das für alle zugänglich machen. Deswegen. Genau, wir versuchen alle mitzunehmen. Ja. Viel Spaß euch, gell? Mr. Perfect hat noch nicht Wand-PC eingebaut. Mr. Perfect hat diese Schlappen an. Beim Videodreh und diese. Ah ne, der hat keine Jogginghose mehr. Ja, erzähl mal. Kommen wir dazu, euch die App vorzustellen. Also es gibt bei Google Play Store, ne, diese Cube Vision App. Die lädt man sich runter und fügt man seinen eigenen Server dazu. Schlechte WLAN-Verbindung. Ja, wir haben leider irgendwie schlechte WLAN-Verbindung, also verzeiht es uns. Dein Bildschirm ist auch sehr, sehr sauber. Das ist okay, das ist Arbeits. Das ist okay so. So sieht unsere Startseite aus und da kann man sich halt verschiedene Sachen anlegen. Also als allererstes, die ganzen Bilder sind einfach hier genau. Standardbilder. Wir haben noch keine aktuellen reingemacht von uns. Weil einfach momentan das Wetter es auch einfach nicht zulässt, weil jetzt ist der Anton halt nur mal aber er ist jetzt halt so weit, dass er auch da alles einpflegen kann, aber das Wetter, ich will da vernünftige Bilder machen und wenn ich dafür auch ja, das entsprechende Lichtverhältnis da habe, wenn mal die Sonne scheint und ja, und wenn alle Gegebenheiten gegeben sind. Genau, und hier haben wir so eine Startseite eingefügt, ne? Hier haben wir dann Wetter, kann man gucken, wenn man auf Wetter geht, kann man verschiedene Wettersachen wie Wind und gucken. Das ist jetzt ein Wetter aus Internet. Er wird später auch von meiner Wetterstation kommen, wenn die mal fest ist, wenn mal besseres Wetter ist. Hier habe ich zum Beispiel auch einen Torantrieb gelegt. Hier kann man direkt auf der Startseite, wenn man vom Garage steht und mit Smartphone die Garage öffnen kann, dann kann man hier auf das Tor drücken. Das hab ich auch extra mit einem Passwort hinterlegt, dass nicht jeder das Tor öffnen kann, so jetzt genau. Mal ganz einfach so bei einer App. Der die App besitzt, dann habe ich einfach ein 1, 2, 3, 4 Passwort. Das ist natürlich ein Testpasswort. Genau. Und dann leuchtet das auf und kann man jetzt bedienen. Wenn ich jetzt hier drauf drücken würde, würde ich drauf gehen. Genau. Ja. Das wäre die Startseite. Dann gibt es hier noch diese Betriebsarten. Von der Heizung, wenn man auf die Heizung drauf tippt, bin ich zu Hause, bin ich außerhalb von zu Hause, gehe ich schlafen oder halt im Frostschutzmodus. Ne? Dann zeigt hier noch Fensterkontakte an. Was heißt, wenn ich bin ich zu Hause, das kann ich mir selber dann ja aussuchen, was dann an ist. Genau, also darauf gehen wir ja in dem ausführlichsten Video genau drauf ein, was diese Betriebsarten bedeuten. Mhm. Hier wird angezeigt, dass irgendwo noch ein Fenster offen ist. Von dem ganzen Haus ist auf der Startseite so. Dann ist das eigentlich so aufgebaut, dass hier wird über die Etagen, also die Startseite ist quasi als extra Etage angelegt, über die Etagen wird mit dem Wisch gemacht. Ne? Und jetzt, das wäre der Erdgeschoss. Dann kann man hier, für Technik habe ich noch kein Bild, HWR, Wohnen, Essen. Das ist eigentlich ganz schön gemacht, das Cube, also das zieht man hier so rüber. Und dann kann man sich die ganzen Sachen bedienen. Ne? Wie gesagt, WLAN ist ein bisschen schwach.
Und dann an den Seiten ist dann immer, zeig doch mal diese Leiste. Ja, an der Seite. Oder gehst du gleich drauf ein? Ich gehe auf einen im Schlafzimmer zum Beispiel, ne? So im Schlafzimmer wäre dann... Also hoch und runter ist Etage, zur Seite sind dann die Räume. Genau, zur Seite sind die Räume, ne? Wenn man doppelt macht, dann ist eine Übersicht von den Räumen, dann kann man genau den Raum anwählen. Dann ist hier rechts so eine Leiste, da kann man quasi diese ganzen Sachen bedienen, ne? Zum Beispiel hier das Licht dimmen. Was jetzt gerade bei uns im Schlafzimmer passiert. Genau, im Schlafzimmer passiert oder hinter dir in der Ankleide. Wenn man auf mehr geht, kommen hier noch mehr Funktionen, weil es passen ja nicht alle in diese Leiste, ne? Man muss halt die sehen, dass man die wichtigsten Funktionen nach oben macht und die anderen nach unten. Genau, also hier werden dann die Ankleider hinter uns, merkt ihr dann, dass es dunkler wird, ne, oder komplett aus und auch wieder an. Genau. Wie ich schon im letzten Video erklärt habe, Kynix funktioniert ja so, dass der eine Adresse sendet und eine zurückbekommt, wie das Ganze, also auf welchem Stand der ist. Das sehen wir gleich bei der Heizung ganz gut. Mit den Jalousien ist eigentlich ganz praktisch. Da kann man hier so hoch und runter schieben. Ne? Und jetzt hier, dann fährt das, hört ihr, ne? Fährt das auf die Stellung, die man braucht, mit dem Fenster. Können wir auch gleich demonstrieren, ne? Dass wir kurz das Fenster aufmachen. Ja. Und mit der Heizung. Jetzt kommen wir dazu, wie das Ganze mit dem Schalter harmoniert. Ja, also das ist ja so, dass die... die gleichen Gruppenadressen nutzen, also und die gleichen Informationen austauschen. Also wenn zum Beispiel ich das Licht einschalte, ne? Seht ihr das? Hier am genau, am Schalter direkt, ne? Wenn ich jetzt auch das dimme, 50%, steht hier 49, gut. Das kann ein bisschen abweichen, aber im Prinzip sind die genau dieselben Informationen, die hier ankommen, da auch, ne? So. Machen wir Nachttischlampe. Nach der Schlampe, wenn man die einschaltet, ne? Genau. Wird es hier auch eingeschaltet. Jetzt gehen wir mal zu der Heizung. Ich habe hier den Ist-Wert und den Soll-Wert. Wenn ich den Soll-Wert hier verstelle, verändert sich nämlich, ne? Wie gesagt, die nutzen genau dieselben Gruppenadressen als Rückmeldung, was genau für den Soll-Wert gerade ist. Und diese Betriebsarten, also wenn ich zu Hause bin, ist ein Komforttemperatur von 21 Grad. Wenn ich jetzt nicht zu Hause bin, soll 19 Grad sein, voreingestellt. Wird hier auch als Soll. Aber wie weißt du, dass ich nicht zu Hause bin? Indem ich, wenn ich rausgehe, da drauf drücke oder es automatisiert mache mit einer Zeitschaltuhr. Wenn ich zur Arbeit gehe, zum Beispiel um 7 Uhr, soll dann diese Abwesenheit automatisch aktiviert werden. Wenn ich in Nachtmodus gehe, also quasi wenn ich schlafe, sollen dann 18 Grad sein. Ne? Oder halt Frostschutz. Wenn ich Fenster offen habe, dann geht es in Frostschutz. Ne? Dann ist 7, was? 7 Grad. Also okay. Genau, aber die Sachen kann man sich einstellen. Ne? Ja, das ist diese Verbindung. Dann haben wir noch diese zentralen Funktionen. Hier, wenn man jetzt hier auf Beleuchtung geht, dann hat man hier so eine Übersicht von einem ganzen Haus, nur dargestellt im OG und EG und außen. Ne? Außenbereich haben wir noch nicht so viel, weil da noch nicht viel fertig ist. Was kann man da noch blättern? Blättern kann man hier in die nächste, also quasi hier in diese Lighting, also quasi in diese... Quasi? Genau, in diese RGBW-Steuerungen, ne? Dass man hier die ganzen Sachen einstellt. Wenn man das jetzt irgendwo hat. Genau, wenn man das hat, muss man ja nicht. Zum Beispiel also da hinten, im Badezimmer jetzt gerade. Das kann man sich dann hier passend stellen. Ich finde es ganz schön. Man kann sich hier in die Szenen festlegen. Zum Beispiel romantische Badewannezeit. Genau, zum Beispiel. Da ist, oder zum Beispiel. Muss man kreativ sein. Morgenkater oder weiß ich. Ja, man kann sich da austoben, wie man will. Dann geht es immer weiter, also Steckdosen, wenn man entweder Steckdosenschalter hat, wie bei uns, Nachttischlampe oder halt Steckdosen außen. Die ganze Heizungen als Übersicht. In jedem Zimmer quasi. Genau. Dann hat man hier noch die Jalousien, ne? Jalousien und Rollladen. Das ist noch ganz interessant, also, dass man hier diese Lamellen auch hier verstellen kann. Ne? Okay, cool. Wie die Lamellen zu stehen haben. Jetzt bedient sich gerade einer. Genau, da fährt einer in die Küche. Ich hoffe, unser Kind wird nicht wach. Ja, und hier sind die Fenster, ne?
Da ist jetzt noch nur keine Fenster. Nur Schlafzimmer angelegt. Jedes Fenster muss dann angelegt werden mit diesem Kontakt, was da drin eingebaut ist, oder wie? Genau, vielleicht machst du mal kurz Fenster auf. Ja, warte. Dann wird es hier direkt angezeigt, ne? Fenster ist offen. Ja, dann wird es direkt angezeigt, es ist offen. Da, genau. Das Zeichen. Wenigstens steht es an dem Lichtschalter, genau. Fenster ist offen, ist aber nicht also mehr, das, ne? Das, aber war geöffnet quasi. Genau, um 1:35. Ja, das ist eine Meldung. Also es kam auch die Frage mal, dass man diese Meldungen angezeigt bekommt. Ich habe jetzt eine provisorische Meldung kreiert, die angezeigt wird, wann das Fenster geöffnet wurde. Ne? Und das wird ja angezeigt. Wenn man jetzt zum Beispiel manuell lüften möchte, auch vielleicht ja. Eine ganz interessante Anzeige. So zum Beispiel um 8 Uhr habe ich das letzte Mal gelüftet. Ja, wenn ich nochmal lüften möchte, wenn ich keine Lüftungsanlage habe oder wie auch immer. Ja, keine Grenzen gesetzt mit Gravität. Sind wir damit fertig? Fertig. Also eins haben wir noch vergessen, wollten wir auch schon noch zeigen. Es geht um diese HSV-Steuerung, also die Farbsteuerung über den Taster. Das habe ich ja kurz genau. Auch schon in meinen Blogs erwähnt, Syntax. Ich glaube im letzten Video oder vorletzten. Ja, und wenn ich zum Beispiel hier eine Farbe einstelle, dann wird natürlich auch hier die Farbe dargestellt, ne? was gerade aktuell ist. Wenn ich jetzt hier die ausschalten würde und wieder einschalten würde, dann geht die gleiche Farbe wieder an. So, wenn ich die Farbe umstelle, dann geht hier auch das rum. Ne? Wiederum, wenn ich hier die Farbe umstelle, dann wird die Farbe mir auch natürlich hier dargestellt. Ne? Im Handy sieht das Ganze ein bisschen anders aus, aber ähnlich. Ne? Auch so mit den ganzen Einstellungen. Nur bloß ist hier dann kein Hintergrundbild und dann kann man hier zwischen den Räumen wählen und auch genau dieselben Funktionen bedienen. Ne? Genau, also da kann man das jetzt nicht so wie bei einem Cube in dem Sinne genau, jetzt es machen. Es gibt kein Cube, sondern wie so eine Liste. Ne? Aber ich finde es trotzdem ist ganz schön gemacht und dann gefällt es mir eigentlich auch ganz gut. Also geh mal ins Schlafzimmer. Du machst irgendwie nur hin und her klicken. Genau, Schlafzimmer. Und so, genau so die das Heizung. Ist diese Leiste, die ihr da auch in dem Tablet gesehen habt. Genau. So sieht es dann auch in dem Handy aus. Ja. Hat man alles auf einen Blick. Ja. So, also so sieht das gute Ding aus. Ja, hier hat er einen LAN-Anschluss, einen KNX-Anschluss unten, die Versorgungsspannung und diverse Anschlüsse für die braucht man eigentlich nicht für Zählereingänge und Fensterkontakte und so weiter. In der Regel braucht man die nicht. Doch, einen Kontakt braucht man für einen Wire. Hier sind die Status-LEDs, Power, BMX, KNX und LAN. Oben drüber kann man die IP-Adresse eingeben. Jo, das wäre es eigentlich. Ich wollte euch kurz mal zeigen die Logikfunktionen von dem BAB iPort. Und zwar habe ich in den Kommentaren gesehen, einer hat geschrieben, um diese Funktionen zu realisieren, bräuchte man noch extra Logik, Bausteine und. Ich wollte euch mal zeigen, was dieser BAB-Server an Logikfunktionen schon an Bord hat. Also ich finde das mehr als ausreichend. Und deswegen habe ich mir den auch geholt. Hier ist die Startseite. Darauf gehen wir ja irgendwann mal bei den nächsten Videos komplett detailliert ein. Deswegen will ich auch dazu nichts sagen. Ich wollte nur diese Logikfunktion zeigen. Und zwar gibt es hier so einen sogenannten Job-Editor. Und da gibt es verschiedene Jobs. Angefangen von Einwire, Anlagenkopplung, Astro-Uhr, DALI-Monitor, Datensender, Datenempfänger, E-Mail-Versand und. Wenn ihr seht, das ist echt eine Menge. Lichtszene, ich gehe mal jetzt mal ganz kurz auf eine Lichtszene ein. Hier kann man Lichtszene programmieren, wo man mit Startobjekt eine Lichtszene startet und bis zu 28 Ausgänge, zum Beispiel 28 läuft mit 28 verschiedenen Werten ansteuert. Hier kann man sich den Wert auswählen und auch den Wert absenden und auf welche Gruppenadresse das gehen soll. Das finde ich schon mega, dass es ja kostenlos quasi dabei ist. Ne? Und dann gibt es hier Rechenfunktionen, RTR, Musik, Schwellwerte und. Das könnt ihr ja gerade mal hier selber sehen. Treppenaufsteuerungen, Zeitschaltuhren, Weg und LAN,
hier zum Beispiel Wochenuhr. Ich habe schon mal eine Baustelle gemacht, wo über 50 Schaltuhren waren und es läuft einwandfrei. Ne? Da kann man hier sich die ganzen Zeiten einstellen. Aber wie gesagt, darauf gehen wir ja irgendwann mal komplett ein. Zeitsender und so. Das ist aber auch noch nicht alles. Mit der neuesten Software haben die einen sogenannten Logik-Editor hier eingebaut. Und zwar zeige ich euch das hier. Das ist nämlich ganz schön. Logik-Editor, also man geht über die IP-Adresse hier in den Server rein. Und hier kann man verschiedene Funktionen auswählen, zum Beispiel die Visualisierung, Editor, Logik-Editor, System. Wir gehen jetzt in den Logik-Editor mal rein. So, der Logik-Editor arbeitet eigentlich wie so eine SPS. Zeige ich euch jetzt direkt mal. Hier gibt es so Logikgruppen. Zum Beispiel hier Anzahl geöffneter Fenster. Das sieht echt aus wie eine SPS. Ja, man holt sich hier, wenn ich zum Beispiel bei Außenbeleuchtung hingehe, hier habe ich was gebastelt, was die Außenbeleuchtung oder beziehungsweise die Weihnachtsbeleuchtung angeht. Man geht hier auf Hinzufügen, kann man sich Unbausteine, zum Beispiel hier Unbausteine hinzufügen. Torobjekt ist ganz interessant. Treppenhausautomat, Wertespeicher, ja, ganz viele schöne Funktionen. Wochenuhr, wo man eine Müllfunktion zum Beispiel anlegen kann. Da kann man bis zu 128 Befehle aus der Uhr raussenden für jeden Tag. So, hier zeige ich euch kurz mal ein. Fügt man sich ganz einfach ein Und-Baustein zu. Ne? Hier kann man dann die Ausgänge auch vergrößern. Wenn man jetzt 8 und Eingänge braucht, dann braucht man 8. Ne? Dann gehen hier 8 Eingänge rein. Wenn die alle schön an sind, dann geht's raus. Oder und nicht. Also wer sich ein bisschen mit SPS auskennt, kennt das wahrscheinlich. Und diese Funktion habe ich in keinem IP-Server noch gesehen. Oder beziehungsweise vielleicht kenne ich das auch nicht. Aber die Funktion ist echt genial. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und dass es alles verständlich war zur Erklärung. Beachtet übrigens nicht unsere offenen Steckdosen hier. Ich habe einen Mann als Elektriker, aber wir kommen nicht dazu, weil dieses Zimmer ist eigentlich das unfertigste von allen. Und da ist noch nicht alles abgeschlossen. Lasst euch nicht deswegen verirren. Ja, lasst uns einen Kommentar da, lasst uns ein Gefällt mir da. Das ist immer für uns ein positives Feedback, dass das Video wirklich gut gelungen ist vom Schnitt und von der Erklärung her. Und ja, wie gesagt, die Kommentare, ihr seid immer sehr aktiv und das freut uns immer total. Ja, aktiv und positiv. Genau, so aktiv und positiv. Ja, jeder Kommentar wird gelesen und wir versuchen auch auf jedes immer zu antworten oder eine Rückmeldung jedenfalls dazu zu geben. Es freut uns immer, dass wir uns so toll austauschen können und dass da so viele technikbegeisterte Leute noch dabei sind. Und auch Frauen. Ja, und auch Frauen, genau. Das wollten wir nochmal gesagt haben. Also ich würde mal sagen, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ja, tschüss.